Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns ja lange nicht gesehen auf diesem Kanal. Es ist in der Zwischenzeit natürlich viel passiert, sehr viel sogar, viel zu viel eigentlich. Heute ist Freitag und mein Mittagessen brutzelt hier gerade unten in der Pfanne, das hört man vielleicht gerade, sehr dominierend. Ja, heute ist Freitag und wir wollen heute wieder zu unserem Nordsee-Campingplatz hochfahren fürs Wochenende. Das heißt, ich werde nachher meine Frau abholen von ihrer Arbeit, vorher meine Tochter. Und dann fahren wir gemeinsam 3 Stunden nochmal an unseren Erholungsort. Genau. Und wir nehmen euch dieses Wochenende einfach mal mit, zeigen euch so ein bisschen, was da oben Phase ist, wie es oben aussieht mittlerweile. So ein kleines Update, nicht nur so ein Short, was ich ja gemacht habe das letzte Mal, sondern einfach ein bisschen ausführlicher nochmal die Pläne euch auch zeigen, was eine junge Familie, was wir ja sind, mit einem Dauerstellplatz an der Nordsee, ja, wo nichts los ist. Was wir damit anfangen, was wir da machen. Genau, da soll es in diesem Video so ein bisschen drum gehen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die gerne dann dazu. Wenn euch irgendwas auffällt, ich versuche es, gesprächsbereit zu sein. In diesem Sinn, wir sehen uns dann nachher, beziehungsweise gleich. Wir fahren in 2-3 Stunden los. 3 Stunden, wenn ich auf die Uhr schaue. Bis dahin! So, ein ganz normaler Zeitpunkt. Es ist sehr windig hier oben. Nein, es ist nicht sehr windig, aber es ist ein bisschen windig. Und wir sind gerade schon dabei, wir haben unseren Zaun aufgestellt. Das sieht aus wie ein kleiner Weidezaun. Ich zeige mal. So, ich zeige ihn euch mal. Das ist, damit unsere Tochter nicht davonläuft von unserer Parzelle hier. Das ist eigentlich ursprünglich für Hunde gedacht, die beim Camping dabei sind. Das ist doch schon geil, oder? Das gehört natürlich auch dazu. Das ist ganz wichtig, wenn man ankommt. Man nimmt den Schlüssel und ja. Ich weiß nicht, wer von euch einen Wohnwagen kennt. Gasflasche vorne drin ist immer zu. Wer jetzt voll ist, wer nicht, weiß ich nicht. Die hier ist angeschlossen, da ist noch ein bisschen was drin. Ihr seht hier nochmal das Gewinde. Das ist ein anderes Rumgewinde, ein Linksgewinde. Das heißt, so rum dreht ihr zu und links rum dreht ihr auf. Für die Heizung im Wagen. Kann ja sein, dass es doch zu kalt ist morgens. Dann macht man die Heizung an. Fertig, hier haben wir ein Fahnenmast gegen die Sonne gefilmt. Es ist keine Fahne dran. Die kommt morgen dran. Heute ist mir das zu windig. Das ist eine große Fahne und dann geht die vielleicht noch kaputt. Da habe ich keine Lust drauf, dass die kaputt geht. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist kurz nach 7:30 jetzt. Wir sind gerade aufgewacht. Besser gesagt, wir sind jetzt beim Aufstehen. Und ich sitze hier unter der Dachluke, deswegen ist hier noch ein bisschen mehr Licht. Das ist noch die alte Dachluke, die werden wir dieses Jahr auch austauschen. Da können wir euch gerne mitnehmen, wenn wir eine komplett neue Dachluke in diesem doch ziemlich alten Wagen schon ja, reinmachen. Ich sitze gerade hier auf dem Bett von meiner Frau, wo sie gerade geschlafen hat. Und ich habe mit unserer Tochter drüben in dem anderen Bett geschlafen. Ja. Wird ein schöner Tag heute, habe ich so das Gefühl. So, und der morgendliche Gang. Schön zum Winkeln. Wenn man sich ja die Wohnwagentoilette nicht dreckig machen möchte. Guten Morgen! Dementsprechend auch nicht viel sauber machen möchte. Ja, läuft man dann doch ein paar Meter erstmal. Aber hey, es ist schön. Es ist windig immer noch. Aber ich glaube, ich kann nachher die Fahne mal mit anhängen. Fahnenmast wieder aufstellen. Ich zeige euch, was ich gemacht habe gestern Abend noch. Ich konnte nicht richtig einschlafen. Ich habe euch ja den Fahnenmast schon vorhin gezeigt. Ich zeige euch mal, was ich damit gemacht habe. Schließlich sein Wasser, ne? So, zum Frühstück gibt es Melaninengeschirr. Wer campt von euch, weiß das vielleicht. Oder wir wissen es auf jeden Fall. Wenn es runterfällt oder gegen stoßfest, ist es ja gesichert so gesehen. Und man rührt sich das Kaffee etwas dann mit dem Messer um nicht so viel Abwasch zu machen, dann weil man es ja auch abwaschen muss und keine Spülmaschine hat. Der Kaffee ist schön blubberig. Sehr gut. Guck mal. Passiert, wenn man Fahne hisst.
Warum ist das passiert? Mein Fingernagel am Tau hängen geblieben. So, und so sieht Gartenarbeit dann auch am Wochenende aus. Hier wird noch von Hand alles eingesammelt, gerade noch mal ein bisschen schick gemacht hier. Und sie hängt. Samt Mast. Der lag hier vorne, der hat ich hierher gelegt über Nacht. Das ist hier aber vorm Deich, das Ganze. Also da hinten ist der Deich. Wir sind dahinter mit unserem Campingfahrzeug und wir haben jetzt hier die Fahrräder hergebracht. Und ja, wenn man mich versteht, das Wasser verschwindet gerade. Die Einheimischen dürfen auch pflücken. Salzwiesen haben wir gelernt. Wir nicht. Weiß nicht, was mit der Flucht da war. Piep! Sieht aus, als ob es hinkommt, das Wasser, ja, aber es läuft eigentlich weg. Durch den Wind, der jetzt von Norden kommt. Ja, es ist nicht Norden, es ist Nordosten. Es ist da drüben, das Nordosten, ja. Kein ablaufendes Wasser, habe ich gerade noch mal gegoogelt. Es ist doch auflaufendes Wasser, darum ist es auch so schnell. Ich habe mich schon gewundert, weil es ist auch sehr windig. Man kennt das ja auch, dass wenn es windig ist, das Wasser gar nicht verschwindet und dementsprechend hoch dann kommt, wenn es dann wieder da ist. Siehe Nordsee und so weiter. Ja, aber ist schon cool, sowas mal zu beobachten hier, gerade live. Sieht eklig aus, ne, mit dem Schaum. Und das Pflichtprogramm ist natürlich dann auch, hier seht ihr gerade noch den, also hier sieht man gerade den Abenteuerspielplatz von dort, wo wir eben waren. Hier gibt es jetzt einen neuen Tisch. Unsere Fahrräder hier. Ja, hier sind wir auf Pflichtprogramm. Jetzt ist vor Mittag. Viertelstunde fahren wir wieder rüber und dann machen wir Mittag. Es gibt übrigens, das werdet ihr dann sehen, was bestimmt jeder hier zum Campen entweder selber gemacht hat schon oder sich so vorstellen kann, was dazu gehört. Nudelsoße und heißes Wasser. Was gibt's da gleich zu? Was? Was gibt's dazu? Da gibt's gar nichts dazu. Heute gibt es heißes Wasser mit Soße. Verstehe ich nicht. Ja, das sind Nudeln. Die restlichen Nudeln davon. Das ist ein Wettkampf. Kombino-Nudeln versus K-Classic-Nudeln. Ja, man kriegt davon auch. Das ist gut. Das Zeug hat einen Nutri-Score von D. Das ist nicht gut. Aber sie schmeckt. So, nach dem Mittagessen gibt es jetzt die Ruhezeit auf dem Campingplatz von um 1 bis um 3, wo man keine lauten Arbeiten oder sonst was machen soll. Ja, da kann man sich ausruhen. Ich für meinen Teil schaue in der Zeit fern. Also YouTube auf dem Smart TV. Wir haben hier hinten WLAN. Das heißt, ich nutze mein Handy als Hotspot für unseren Smart TV und gucke jetzt gerade Uwe sein Video. Sein nächstes hier, neuestes. Ja. Bis dann 15 Uhr jetzt bald dran ist. Und dann werden wir. Also, unsere Tochter schläft gerade hier links. Sieht man nicht. Dann werden wir einkaufen für morgen früh. Wir kriegen morgen zum Frühstück Besuch. Kommen dann ein Freund mit seiner Familie. Ja, und dann war es das auch schon bald wieder hier oben. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Einfach mal Socken los. Und gegen die Sonne mit dicker Jacke. Nein, mit Vlies. Also dick ist die Jacke auch nicht. Ah, die Sonne ist einfach so schön. Es ist wolkenfreier Himmel. Und es ist immer noch Ruhezeit. Bäh. Thank you.
So, jetzt sind wir nicht einkaufen gefahren, wir sind tatsächlich Fahrrad gefahren. Oder wir sind jetzt tatsächlich angekommen zum, vom Fahrradfahren, dort, wo das Wasser jetzt wieder weg ist. Ich bin gerade beim Reingehen, ich füge das Foto jetzt mal ein, ich bin gerade beim Reingehen tatsächlich untergegangen. Nein, untergegangen nicht, aber was lasst das sein? 30 cm? 30 cm einfach verschwunden. Einfach weg gewesen. Dementsprechend auch meine Hose ein bisschen dreckig gemacht, aber ist egal. Ich zeige euch mal die andere Perspektive. Ist ja eigentlich voll cool, oder? So, wir haben jetzt gerade Abendbrot gegessen und im Hintergrund hört man das Hörspiel Benjamin Blümchen rettet den Kindergarten. Ja, ich sehe ein bisschen komisch aus durch diese Belichtung, aber das ist halt frontkameramäßig. Meine Tochter liegt hier auch gerade und hört sich das Hörspiel an. Ich möchte natürlich nicht, dass sie mit drauf kommt aufs Video, deswegen drehe ich das so ein bisschen. Nein, du nicht. Ja, das war eigentlich so unser Samstag und ja, jetzt gehen wir... Also, genau, Samstag. Jetzt gehen wir ins Bett oder unsere Tochter geht ins Bett und wir natürlich ein bisschen später und... Ich bin so. Ja, und wir sehen uns dann morgen wieder, am Sonntagmorgen. Wir kriegen nämlich noch Besuch morgen hier auf dem Platz. So, guten Morgen. Es ist Sonntag. Heute machen wir uns auch bald wieder nach Hause. Wir sind vor anderthalb Stunden schon aufgestanden, haben ein bisschen abgebaut schon. Also abbauen tut man ja nicht, ein bisschen eingepackt und ein bisschen fertig gemacht. Und in 5 Minuten kommt unser lieber Freund, der Christian. Und da bin ich mal gespannt, ob er noch so aussieht wie früher. So. Er ist jetzt auch da, er hat sich nicht verändert, er sieht immer noch so aus wie vorher. Falls du es nicht wissen solltest, ich habe entschieden, jetzt einfach mal ein Video darüber zu machen, über so ein Wochenende. Einfach um mal aber mit so... Ja, natürlich mit Krümel. Um zu machen, einfach um zu sehen dann auch mal, wie es so ist. Ja, für mich selber im Schnitt dann auch. Ja, ich mache das eigentlich auch für mich. Ich gucke mir die Videos selber auch mehr als einmal an. Ja, deswegen. Ja, Christian ist hier mit seiner Family. Wir machen jetzt hier noch gemütlich Frühstück und dann gucken wir, was noch so der Tag bringt. Und dann fahren wir wieder nach Hause. 330 Kilometer. Ich habe nur 100. Toll. So, wir haben den Campingplatz verlassen. Das war's jetzt mit unserem kleinen Video hier. Ich freue mich, es mir wieder anschauen zu können. Ich hoffe, diejenigen oder ihr, die es mitgeschaut habt, ihr habt einige Fragen vielleicht mitgebracht oder einige Kommentare. Wenn nicht, auch kein Problem. In dem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt gleich nach Hause. Wir sind jetzt nochmal hier vorne am Wasser, gehen jetzt nochmal kurz ins Wasser und dann war's das. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.